1935. Ein Jahrhundert stürmischen Vorwärtsschreitens der Menschheit hat die weißen Flecke zurückgedrängt. Und nur im Herzen der Erdteile, vor allem in den riesigen Urwäldern Südamerikas, harren noch ungebändigte Naturlandschaften ihrer Erforschung. Und hier lockte uns ein Erdraum voller Geheimnisse in diesem gewaltigen Land Brasilien, in dem in stetem Fortschreiten der Menschengeist zu triumphieren beginnt über eine gewaltige Natur und wo wir immer wieder staunend vor diesem fesselnden Zeugnis menschlichen Aufbauwillens standen, wo der Kultur und Zivilisation in den brausenden Großstädten am Netz der Eisenbahnen und Fluglinien nahe der atlantischen Küste, die gekrönt ist von der Perle der Städte Rio de Janeiro. Neben diesen Zentren der Zivilisation im Süden Brasiliens brütet droben im heißen Norden das größte Urwaldstromgebiet der Erde. Schweigende Unendlichkeit der Naturlandschaften an den Ufern des Stromriesen Amazonas, wo Brasilien in den ungeheuren Gebieten menschenferner Zwielichtwälder die Urrasse Amerikas, die freien Waldindianer, an den einsamen Urwaldflüssen ungestört leben lässt und so hinter den Barrikaden der Stromschnellen, Wasserfälle und Felsabstürze diese paradiesischen Gefilde der Dschungeltiere und Urwaldmenschen als eine unzugängliche und unerschöpfliche Schatzkammer für die Wissenschaft bewahrt. Und hier, in dieser berühmten und berüchtigten grünen Hölle Amazoniens, haben wir, mein Jagd- und Fliegerkamerad Gerd Kahle und unser Expeditionsingenieur Gerhard Krause, uns die Durchquerung und Erforschung eines jener letzten geheimnisvollen weißen Flecke zum Ziel gesetzt. Uns lockte zwischen den Urwaldmassen Zentralamazoniens und den Bergwaldwildnissen Guyanas ein rätselhaftes Grenzgebiet. 1878 hat vor uns als einziger Weißer der Forscher Crevaux diesen weißen Fleck auf dem Rio Yari talwärts durchfahren. Aber von seinen Uferwäldern, der Tierwelt und den Waldindianern fehlte der Wissenschaft bisher jede genauere Kunde. Unzählige, fast unpassierbare Stromschnellen des Flusses hatten gerade diese Landschaft trotz ihrer Küstennähe vor dem Eindringen des weißen Mannes geschützt. Und um dies geheimnisvolle Wort unerforscht an den Ufern des Wildwasserstromes auszulöschen, gingen wir mit Wasserflugzeugen, Einbäumen, Plankenbooten, mit Büchse, Tagebuch und Filmkamera für 17 Urwaldmonate in diesen weißen Fleck am Rio Yari hinein, um zum ersten Mal eine Süd-Nord-Durchquerung Brasilianisch-Guayanas auf dem Yari-Fluss vom Amazonenstrom bis zur Grenze von Cayenne zu versuchen. Und wir starteten zu diesem Durchstoß an der Mündung des Stromriesen Amazonas in der romantischen Urwaldhafenstadt Pará. Stoßen im brausenden Hafengetriebe der Urwaldstadt die beiden Welten Brasiliens zusammen. Weiß schimmernde Tropenstadt voller Leben, Handel und Fortschritt und voll prächtiger Bauten.
und dahinter schweigende Waldflüsse, auf denen die Barken der Kaboklos